First Pass Yield und Rolled Throughput Yield. Das hört sich verdammt sperrig an. Aber sehen wir uns doch dieses relativ einfache Konzept mal Schritt für Schritt in diesem Video an und ich zeige Ihnen, wie Sie es sofort für mehr Effizienz in Ihrem Unternehmen nutzen können und Qualitätsprobleme sichtbar werden. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Was bedeutet First Pass Yield? Die deutsche Übersetzung bedeutet Erstausbeute und der Begriff ist nicht weniger sperrig. Aber inhaltlich ist es eigentlich die Anzahl von Produkten oder Werkstücken, die einen Bearbeitungsschritt beim ersten Mal fehlerfrei verlassen. Und damit es anschaulich wird, nehmen wir es mal als Beispiel ein ausgestanztes Blechteil. Wenn Sie 100 Rohlinge an die Stanzmaschine kommen und dann 95 Werkstücke die Stanzmaschine korrekt gestanzt und ohne Mängel verlassen, dann ist die Erstausbeute 95 Stanzteile durch 100 Rohlinge ist gleich 0,95 oder eben 95%. Und nehmen wir jetzt mal an, es gibt noch einen zweiten Bearbeitungsschritt. Die Stanzteile werden jetzt mit Bohrungen versehen. Die 95 guten Stanzteile kommen an die CNC-Maschine und 90 Teile verlassen die CNC-Fräse exakt nach den Bestimmungen. 5 Teile sind jetzt nicht direkt unbrauchbar, aber sie benötigen zumindest Nacharbeiten. Deswegen sind also nur 90 Gutteile eben direkt nach der Maschine. Und damit beträgt dann die Ausbeute 90 Teile geteilt durch die 95 Teile, die aus der Stanze eben entsprechend korrekt rauskamen, sind 94,7%. Und in dem dritten Schritt, also dritte Fertigungsstufe, wird jetzt zum Beispiel an unser Teil eben noch ein Anbauteil dran geschweißt. Und Sie ahnen es bereits, die 90 gestanzten und gebohrten Teile gehen jetzt in die Schweißerei. Und 85 Teile kommen korrekt raus, die Ausbeute ist damit bei 94,4%. Und jetzt haben wir die Werte First Pass Yield oder die Erstausbeute eben für die drei jeweiligen Fertigungsstufen eben entsprechend berechnet. Was ist jetzt dann dieses Rolled Throughput Yield? Der Rolled Throughput Yield ist jetzt die Ausbeute des gesamten Fertigungsprozesses mit seinen drei Schritten in unserem Beispiel. Man berechnet ihn, indem man die jeweils drei einzelnen First Pass Yields miteinander multipliziert. In unserem Beispiel wären das die 95% bei der Stanze mal die 94,7% bei der Bohrung mal die 94,4% bei der Schweißerei. Das macht dann im Ergebnis einen Rolled Throughput Yield von 85%. Es kommen eben 85 korrekte fertige Teile am Ende des letzten Fertigungsschrittes geteilt durch die 100 Rohlinge vor der Bohrung. Und damit haben wir eine sehr, sehr gute Qualitätsangabe über Ihren Fertigungsprozess. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, naja, das könnten wir ja auch abkürzen. Wir nehmen ja nur die 85 Teile, die am Ende fertig sind und die 100 Rohlinge, die wir vor der Bohrung hatten. Das ist richtig, das ist der einfache Weg, aber der funktioniert nur dann, wenn Sie einen Fertigungsprozess haben mit einem Input und einem Output. Sobald Sie eine baumartige Struktur haben, dass eben verschiedene Teile eben Zwischenprodukte, Baugruppen bilden, die dann zum Schluss eben ein Endprodukt geben, beispielsweise ein Motor oder eine Karosserie bei einem Auto, dann funktioniert es eben nicht mehr so. Dann müssen Sie wirklich den First Pass Yield einer jeden einzelnen Fertigungsstufe miteinander durchmultiplizieren, um zum Schluss zum Rolled Throughput Yield zu kommen. Bevor ich Ihnen gleich noch einen Bonustipp zu dem Thema First Pass Yield verrate, abonnieren Sie doch gleich mal unseren Kanal. Dann verpassen Sie nämlich kein Video mehr zu diesen ganzen Themen Effizienz mit Lean und Prozessmanagement. Also Kanal abonnieren und Daumen hoch, wenn Ihnen das Video bisher gefallen hat. Das Beispiel, was wir gerade hatten, das war so ein typisches Beispiel aus der Produktion. Und natürlich können Sie das Konzept vom First Pass Yield natürlich auch auf Büroprozesse übertragen. Und dort sehen wir die Zahlen am Anfang, also bevor Sie Optimierungen machen, in der Regel wirklich verheerend aus. Also, wie sieht jetzt First Pass Yield zum Beispiel bei dem Akquise- oder Vertriebsprozess im Unternehmen aus? Dort haben Sie ja auch Fertigungsstufen, natürlich nicht mit einer Fräse oder mit einem Schweißgerät, aber Sie bekommen zum Beispiel 100 Anfragen von den potenziellen Kunden und diese 100 Anfragen nehmen Sie entsprechend an. Sie haben jetzt eine Bearbeitungsdauer für Anfragen bis zum versendeten Angebot auf 5 Tage festgelegt. Also der Chef hat mal gesagt, pass mal auf, liebes Vertriebsteam, wenn da eine Anfrage reinkommt, soll nach 5 Tagen das Angebot draußen sein. Also Ihr Vertriebsteam baut eben aus diesen Anfragen entsprechend innerhalb von 5 Tagen das Angebot. Und wie viele von diesen 100 Anfragen haben jetzt innerhalb der von Ihnen festgelegten Bearbeitungsdauer denn ohne weitere Rückfragen Ihr Angebot erhalten? Also wie viele sind da wirklich von diesen Anfragen zu Angeboten konvertiert worden und beim Kunden? Alle? Oder nur die Hälfte?
oder vielleicht gar keine, weil der zuständige Mitarbeiter gerade krank und im Urlaub war. Das sind so die typischen Probleme in Büroprozessen. Und wie geht es jetzt in die zweite Fertigungsstufe? Wie viele der versendeten Angebote wurde denn wirklich zu Aufträgen? Also ich kenne kein Unternehmen, bei dem der First Pass Yield in diesem Schritt 100% liegt. Sondern da gibt es eben auch mal Angebote, die eben keine Aufträge werden. Sei es eben zum Beispiel, weil nicht nachgefasst worden ist, sei es, weil es nur ein Vergleichsangebot war für jemanden, den man eh schon anderweitig als präferierten Anbieter im Kopf hatte oder ähnliches. Aber auf jeden Fall sieht man eben da diese Verluste eben auch in den entsprechenden Bürofertigungsstufen. Und wenn Ihr Vertriebsprozess vom Anfang, also der Anfrage, bis zum Auftrag vielleicht zwischen 40% und 60% liegt, dann ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber üblich oder nicht ungewöhnlich bedeutet ja nicht, dass es auch perfekt ist. Deswegen sollte man an solchen Themen immer arbeiten. Oder ein anderes Bürobeispiel. Wie viele Ihrer Regiezettel zum Beispiel von Ihren Baustellen werden denn ohne Rückfragen in Rechnungen verwandelt? Das wäre die Fertigungsstufe 1. Und wie viele von diesen Rechnungen werden denn innerhalb des Zahlungsziels vom Kunden vollständig bezahlt? Das wäre Fertigungsstufe 2. Auch da kann man wunderbar eben den First Pass Yield und den Rolled Throughput Yield eben berechnen, um zu schauen, wie gut läuft denn eigentlich dieser Prozess aus der Qualitätssicht entsprechend raus. Und Sie sehen also, der First Pass Yield und der Rolled Throughput Yield hören sich im Deutschen furchtbar an, aber es sind eigentlich ganz einfache und sehr praktische Qualitätskennzahlen, die man überall gut umsetzen kann. Nutzen Sie diese Kennzahlen schon in Ihrem Unternehmen? Was sind denn Ihre Erfahrungen damit? Ich bin da sehr auf Ihre Kommentare gespannt, die wir auch gerne für neue Videos aufgreifen. Vielleicht können wir auch den einen oder anderen Tipp in dem nächsten Video mitgeben. Deswegen schreiben Sie es mit rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.